Ja, wo war das denn mit dem Start? Ich bin ein bisschen überfragt und ich stelle gerade fest, wir haben anscheinend keine Kühe hier. Mist. Das ist doof. Das ist nicht so cool. Da hätte ich vielleicht vorher nachgucken müssen. Ja, egal, das ist halt so. Müssen wir jetzt einfach mit leben und müssen wir im Zweifel. Was? Das ist ein bisschen da durchgeglitscht, habe ich das Gefühl. So, essen sollten wir dann. Wir haben aber doch. Wo haben wir die. Ach, die Brote haben wir in die Truhe gelegt, ne? Schlaumeier. Henrik, Schlaumeier. Da haben wir doch die Brote reingelegt. So, und das ist jetzt nicht schlau gewesen. Oh, die Musik ist ganz schön laut. Ich habe gestern Abend wie nannte sich das? Tenderloin gegessen. Absolut delicious. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Deswegen werde ich einfach nochmal in die Mine reingehen. Ja, ich werde nochmal in die Mine reingehen. Ich werde mich jetzt so ein bisschen dafür ausrüsten. Ich werde jetzt darauf warten, dass das Ganze. Ich habe ja gesagt, auf jeden Fall immer einen Eimer mitnehmen. So, warte mal, ich nehme jetzt erstmal hier das hier. Die habe ich auch. So. So. Das hier brauchen wir da drin nicht. Erstmal Pastikis mal. Ist ja jetzt auch erstmal egal, wie viel das sind. Wir packen gleich erstmal auch Zeug nochmal weg. Und genauso. So, so. Dann machen wir jetzt mal so. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, das da rein. Erstmal alles hier nach oben ins Inventar legen. So, dann brauchen wir ein Schwert auf jeden Fall. Wir brauchen das auf jeden Fall. Wir brauchen das auf jeden Fall. Wir brauchen das auf jeden Fall. Ach, ich wollte mir ja noch einen Eimer machen. So. Eimer brauchen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir als Redundanz einfach mal mit. 18 Nahrungssachen sind auch echt wenig, habe ich das Gefühl. Wir hier noch irgendwas Essbares? Nee. Die Kohle können wir mal. Die Eier, die verbraten wir jetzt noch eben. Dann dürfen wir auf jeden Fall jetzt das Wasser. Ah, guck mal, da kommt auch ein Hühnchen raus. Sehr klasse. Das Wasser nicht vergessen. Und dann gehen wir jetzt einfach da mal rein. Einfach ein bisschen Höhlenerkundung. Das ist ja auch keine schlechte Idee. Mal gucken, was wir alles finden. Vielleicht finden wir Diamanten. Diamanten wären natürlich Premium. Ach, guck mal, Lili. Oh, boah, jetzt habe ich gerade doch einen Schreck bekommen. Jetzt habe ich doch gerade eben einen Schrecken bekommen. So, ich muss mir eben noch mal kurz. So, sorry für die Geräuschkulisse gerade im Hintergrund. Das Gute ist, wir müssen ja jetzt hier nicht weit laufen. Wir sind hier doch relativ zentral da dran. So, da ging es ja nicht weiter. Das hatten wir ja schon geguckt. So, dann haben wir hier direkt Lapislazuli. Schön. Und irgendwo höre ich Lava. Opala, Entschuldigung, das bleibt hier ja leider nicht aus. Das ist Cobblestone, das ist gut. Ach, da oben ist ein Zombie. Zombies sind ja jetzt nicht so schlimm, finde ich.
Zombies finde ich noch die mit am wenigsten gefährlichen. Außer sie kommen halt in Scharen. Also die mit am wenigsten gefährlichen Mobs, wie ich finde. Okay, cool. So, die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Also wir nehmen erstmal alles mit, natürlich. So, hoffentlich werden wir jetzt nicht gleich... Ich habe irgendwie so ein... Boah, kennt ihr das, wenn ihr Minecraft spielt und so ein Schauer euch über Kopf haut und über Rücken fährt, weil ihr irgendwo einen Zombie hört und gerade nicht hinguckt und einfach keine Ahnung habt, von wo der jetzt kommen könnte und jeden Moment könnte dieser Zombie und... da hat euch... Nein, Spaß. Darf jetzt hier leider auch nicht so laut. Oh. Achso, hier ist Wasser. Ja, die kommt hier nicht hin. Ah, sehr gut. Praktisch für mich. So, das Gold. Ist das Gold? Das ist das Eisen, das ist Gold. Das Golderz nehmen wir natürlich auch mit. Gold kann man immer gebrauchen und im Zweifel irgendwann für Schienen. Ja, Lars, falls du das jetzt guckst, ich habe Schienen gesagt. Ach, der Lars ist ja so vernarrt in Züge. Kleine Anekdote dazu. Der YouTube-Kanal, der ist ja von Lars und mir gemeinsam. Das heißt, wir sind halt auch meistens in unserer Freizeit darüber angemeldet und wenn der jeweils einer YouTube-Videos darüber guckt, andere YouTube-Videos darüber guckt, dann werden die Kategorien natürlich gespeichert und werden natürlich entsprechend Videos vorgeschlagen. Und dem Lars, dem werden wahrscheinlich andauernd irgendwelche Star Wars-Videos oder so vorgeschlagen. Dafür darf ich mir dann Zugvideos... Oh, tut mir leid, liebe Fledermaus, das wollte ich nicht. Also das wollte ich wirklich nicht. Das ist ein bisschen schlecht gelaufen gerade. Und mir werden halt immer irgendwelche Zugvideos angezeigt. Relativ lustig. Lars fährt gerne Zug. Wir haben euch da ja noch eine Anekdote zu erzählen. Wenn ihr sie hören wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werden wir euch das mal im Multiplayer erzählen. Das müssen wir nämlich auf jeden Fall gemeinsam erzählen. Wow. Boah, ey. Diese Anschleicher, ne? Diese anschleichenden Terrorwesen. Unglaublich. Also wenn wir eins immer wieder haben, ist das ja Kohle, ne? Ich bin ja wirklich fasziniert, wie viel Kohle es doch hier gibt. Wie gut, dass wir das hier nicht als Let's Survive gemacht haben, fällt mir jetzt gerade auf. Weil wir wären ja direkt schon in Folge Nummer 3, war das, glaube ich, wären wir ja schon gestorben. Das wäre dann eine sehr kurze Staffel geworden. Und zum Zeitpunkt der aktuellen Aufnahmen jetzt, ich weiß nicht, wie das mit den Videos sein wird, wenn die rauskommen, sind wir im Survive auch noch nicht gestorben. Das heißt, Staffel 2 ist auch aktuell noch nicht in Sicht, in Planung, aber nicht in Sicht. Falls wir vor unserem Examen oder kurz nach unserem Examen sterben sollten, also zumindest was zeitlich für euch dann entsprechend zur Zeit des Examens rauskommt, ihr wisst jetzt natürlich nicht, wann wir das haben, aber dann wird es auch erstmal kein neues geben. Das wird dann ein bisschen dauern, bis wir da neue produzieren. Wir gehen jetzt einfach mal hier so weiter. Lalala. Da habe ich Kohle übersehen. Schlecht. Und ich habe das Gefühl, dass hier über uns auf jeden Fall auch noch eine Höhle ist. Über uns, unter uns, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas wird es sein. Auf jeden Fall hier in der Nähe noch eine Höhle. Das hört sich zumindest so an. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Hoppala, zack. So, ihr habt gemerkt, der Eimer, der hat sich schon ein bisschen bewährt hier. Ich gehe tatsächlich nicht mehr ohne Eimer in eine Höhle rein. Das habe ich mir irgendwann mal von einem anderen YouTuber abgeguckt und ich finde die Idee dahinter einfach richtig geil. Du kannst halt Lava relativ schnell wegmachen, musst es halt so setzen, dass du das Wasser natürlich auch immer wieder einsammeln kannst und das Wasser dann halt nicht verdampft durch die Lava. Du kannst aber auch, falls du mal selber in Lava fällst, jetzt nicht unbedingt in Lavasee, da funktioniert das dann natürlich nicht ganz so geil, aber falls du mal in so ein
Lava fällst und da auch wieder rauskommst aus der Lava, dann kannst du dich ganz schnell einmal ablöschen. Da haben wir Diamanten gefunden. Mega gut. So. Da graben wir jetzt einmal so ein kleines Loch drum. Weil ich nicht irgendwie in. Ich höre nämlich auch Lava. Und ich möchte nämlich nicht irgendwo. Okay, das sieht erstmal relativ safe aus. Okay, gut. 4 Diamanten. 5 Diamanten. Ja, 5 Diamanten ist ja auch schon mal ein Anfang, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnig wäre, die zu retten oder ob wir nicht nochmal einen Schritt weiter gehen. Jetzt bin ich eh schon einen Schritt weiter gegangen. Hier kommt auch nicht mehr so viel, wollte ich sagen. Hier kommt noch ganz schön viel. Ah, hier ist auch Obsidian. Das ist doch schon mal. Ah, hier ist Wasser. Und das erklärt's. So, machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Obsidian. Einfach nur, damit wir ein bisschen safe sind. Ist das jetzt Eisen oder Gold? Das ist Gold. Ich kann das mit diesem Texture Pack und mit diesem Shader Pack ganz, ganz schwer unterscheiden, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schwierig. Aber 14 Gold, 18 Eisen ist ja auch schon mal und 5 Diamanten, das ist auch schon mal ein guter Schnitt, wie ich finde. Kennt ihr das, wenn ihr mal richtig, wenn ihr einfach mal so richtig frustriert seid, so das ist jetzt was, Gold oder Eisen? Gold. Wir finden relativ viel Gold hier. Wenn ihr so richtig frustriert seid und einfach überhaupt kein Headspace mehr habt, ne? Manchmal ist das ja so, dass ihr dann natürlich auch eure Umwelt das irgendwie mitbekommt. Ich finde das ganz schlimm. Bei mir merke ich das selber aktuell leider. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Das finde ich für meine Umwelt schrecklich. Das tut mir für meine Umwelt auch total leid. Und so, wir gehen hier, glaube ich, zurück. Ja. Ich finde das einfach, ich weiß nicht. Das ist eigentlich ist es ja ganz normal, ne? Das darf ja auch. Also man darf ja mal gestresst sein und man darf auch mal einfach nicht so einen guten Tag haben. Aber irgendwie, ich lasse mich so durch so wenig stressen. Und ich bin eigentlich immer relativ entspannt und gechillt und das einfach für mich selber festzustellen, dass ich mal jetzt gerade mal kein Headspace habe für Dinge, das ist schrecklich, finde ich. Fühlt sich total komisch an. Muss ich mich dran gewöhnen. Also, wenn ihr das Video seht, habe ich mich hoffentlich schon dran gewöhnt. Oder ich rage in den nächsten Videos einfach voll rum. Ihr werdet es merken. So, Kohle, 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 Kohle. Da dürfen wir jetzt aber auch schon fast 2 Stacks haben, oder? Ja, Gott sagen. Oh, Level 20 schon. Also langsam würden sich Verzauberungen halt auch lohnen, ne? Aber dafür brauchen wir halt auch Bücher, dafür brauchen wir Regale, Bücherregale. Und ja. Nicht ganz so easy gerade. Egal, gehen wir raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt draußen dunkel ist, ist wahrscheinlich, wie ich mich kenne, natürlich sehr hoch. Aber macht ja nichts. Wir sind ja flexibel, oder? Also ich bin es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Nein, ich weiß, dass ihr das auch seid. Ach, guck mal, das sind die Füßchen von einem Schaf. Schlechter Witz übrigens. Da oben fliegt ein Geier, von unten sieht man seine Füße. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht an was anderes gedacht. So, wenn wir Glück haben und da jetzt einfach einmal durchsprinten, kommt uns nur dieser eine Zombie da. Uah! Okay. Ich revidiere, was ich gesagt habe. Der hin? Der Creepers. So, wir haben auf jeden Fall. Wow, boah, Leute. Really? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Wir haben auf jeden Fall genug Zeug für eine Eisenrüstung auch. So, Leute, ich habe mir Gedanken ums Essen gemacht. Ach, es wird wieder hell, ist ja super. Ich habe mir Gedankens ums Essen gemacht. Und am Ende haben wir jetzt hier tatsächlich nur draußen was verbraucht. Da ist mein Freund, der Creeper. Da ist noch ein Zombie. Die Outfits von denen sind ja auch cool irgendwie, ne? Also, muss ich sagen, finde ich gut gemacht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt quasi so ein Goodie von diesem Shader Pack ist oder ob das in dem Ressourcenpaket drin ist. Ich weiß es gar nicht. Also, es ist mittlerweile nicht mehr nachts, wie ich dann offenbar feststellen muss. Die Diamanten bringe ich mal ganz schnell in Sicherheit. Das schmelzen wir jetzt einfach mal. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich genug Eisen für eine Eisenrüstung haben. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Naja, so, wir nehmen jetzt doch schon wieder eine Dreiviertelstunde auf. Was ich total vergessen habe, euch zu erzählen, ist, dass ihr unseren Kanal abonnieren müsst. Abonniert unseren Kanal kostenlos. Das funktioniert ganz einfach, indem ihr jetzt auf den Button, der oben rechts im Video eingeblendet ist, drückt. Oder unter dem Video auf den roten Abonnieren-Button. Da könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann funktioniert das auch ganz einfach, indem ihr auf den Button drückt, der jetzt unten rechts im Video eingeblendet ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.